Auf der Leipziger Buchmesse 2015 habe ich zum ersten Mal meine Anthologie Gedichte für Reisende in die Hände bekommen, die im April 2015, also in wenigen Tagen, im Deutschen Taschenbuchverlag erscheint und an die Buchhandlungen im deutschen Sprachraum ausgeliefert wird. Ich habe die Anthologie zusammen mit Gabriele Trinkler herausgegeben. Sie ist insgesamt meine 17. Sammlung für den Deutschen Taschenbuchverlag. Gedichte für Reisende enthalten Gedichte von zeitgenössischen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Viele davon sind bereits in der 21. Ausgabe von Das Gedicht Pegasus und Rosinante, wenn Poeten reisen, erschienen. Gabriele Trinkler und ich haben diese Gedichte aus Das Gedicht 21, die ausgewählten Gedichte, garniert mit Gedichten von verstorbenen Autoren, unter anderem mit jenem berühmten Reisegedicht von Christian Morgenstern, Das böhmische Dorf. Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihm blass vor Glück, tief entzückt kehrt unser Freund zurück, und er schreibt in seine Wochenchronik wieder ein Erlebnis voll von Honig. Gabriele Trinkler und ich haben der Sammlung noch ein ausführliches Nachwort beigegeben. Es heißt Dorthin und wieder zurück. Gedichte für Reisende enthalten Gedichte von Michael Augustin, Ingeborg Bachmann, Ulrich Beck, Ulrich Johannes Beil, Otto Julius Bierbaum, Peter Borjans Heuser, Beat Brechbühl, Rolf-Dieter Brinkmann, Hellwig Brunner, Josef Brustmann, Jürgen Bulla, Wilhelm Busch, Rudolf Bussmann, Richard Duff, Tanja Dückers, Josef von Eichendorff, Hans Eichhorn, Gustav Falke, Theodor Fontane, Ingrid Glienke, Johann Wolfgang von Goethe, Norbert Göttler, Anastasius Grün, Friedrich Heppel, Kerstin Hensel, Arno Holz, Dirk Hülstrunk, Klara Hurkowa, Christoph Janatsch, Erich Jos, Erich Kästner, Mascha Kaleko, Helmut Krauser, Günter Kunert, Fitzgerald Kuss, Stan Lafleur, Anton G. Leitner, Christian Morgenstern, Birgit Müller-Wieland, Friedrich Nietzsche, Helmut Opitz, Wolfgang Oppler, Matthias Politiki, Ilmar Racusa, Uta Reguli, Wilhelm Riedel, Rainer Maria Rilke, Joachim Ringelnatz, Georg Maria Röhrs, Eugen Roth, Gerhard Ruiz, Walle Sayer, Paul Scherbart, Frank Schmitter, Michael Starke, Theodor Storm, Gabriele Trinkler, Kurt Tucholsky, Babette Weert und Franz Wittkamp. Jetzt habe ich also gleich verraten, wer in der Anthologie enthalten ist. Wir haben sie mit dem Begleitmotto von Kurt Tucholsky versehen: Hast du dies Buch in deiner Hand? Hurra, dann geht's ins Ferienland. Insofern, die Osterferien stehen bevor, kann ich jedem nur natürlich empfehlen, unsere Reisegedichte mitzunehmen. Sie kosten in Deutschland 8,90 €, ein erschwinglicher Preis für ein Buch, ja, das spannende Gedichte rund ums Reisen aus mehreren Jahrhunderten enthält und von Gabriele Trinkler und mir herausgegeben ist. Viel Vergnügen beim Lesen.